Ich begrüße Sie herzlich zu den Bezirksblätter Sommergesprächen. Heute mit meiner dritten Gesprächspartnerin, Marlene Swatzek, die Landesparteiobfrau der Salzburger FPÖ. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Danke für die Einladung. Wir haben die Sommergespräche heuer unter das Motto gestellt, Träum dein Salzburg. Und mit den Salzburger Parteichefs und Parteichefinnen möchte ich ein bisschen über die Zukunftsvisionen für Salzburg sprechen, wo Salzburg hin soll und ja vielleicht, ob wir da schon auf einem guten Weg sind. Ich freue mich aber auch ganz besonders, dass ich die Salzburger Landespolitiker auch ein bisschen über ihre ganz privaten Träume ausfragen darf. Frau Swatzek, da darf ich gleich bei Ihnen beginnen, wenn es okay ist für Sie. Natürlich. Sind Sie privat eher eine Träumerin oder eher eine Realistin? Beides ein bisschen. Also Träumerin insofern, als Ideengeberin auch bei vielen Dingen. Ich habe irrsinnig vieles immer wieder im Kopf, irrsinnig viele Ideen. Aber natürlich Realistin insofern, als dass man dann entscheiden muss für sich selbst, was ist machbar und was nicht, aber ich glaube, ich habe beides ein bisschen und privat träumt man natürlich ein bisschen mehr als in der Politik. Es hat auch die letzten Jahre der Politik gezeigt, dass man da doch manchmal Realistin sein muss. Wie gesagt, wenn es wichtig ist, dass man Visionen hat, aber es geht halt nicht immer alles so, wie man es gern hätte. Da sind sich unsere Landespolitiker recht einig. Also die ersten drei haben da sehr ähnliche ja. Antworten abgegeben. Wenn Sie sagen, privat ist man eher Träumer, würden Sie uns verraten, was Sie privat so träumen? Sind das auch Visionen für Salzburg oder geht es da eher um Sie ganz, ganz persönlich? Also ich glaube, privat ist man mehr Träumer deshalb, weil man nicht so schnell an die Grenzen stößt. Also privat ist man doch oft selbst dafür verantwortlich, was man jetzt anpackt und was man sich vielleicht auch traut. Und in der Politik stoßt man doch oft irgendwo an Mauern des Machbaren, an Mauern der Gesetze. Und ja, privat, ich bin jemand, der irrsinnig wissbegierig ist. Also ich reise mir immer sehr viele Baustellen auf an Ausbildungen und Co., weil ich das auch brauche, irgendwie als Ausgleich zur Politik. Und ansonsten, ich reise sehr gern. Also mein Lieblingsland ist Australien und das war immer so ein großer Traum von mir, durch Australien zu touren. Und das habe ich vor 2 Jahren nach der Landtagswahl dann auch in die Realität umgesetzt und bin 3 Wochen durch Australien getourt, nur mit einem Rucksack bepackt. Und das ist etwas, was ich mir erfüllt habe und was ich auch gerne, wenn es sich noch einmal ausgeht, noch einmal machen würde. Das ist schön, dass Sie das ansprechen. Ich kann mich nämlich nur erinnern, bei unserem ersten gemeinsamen Sommergespräch, da haben Sie sich gerade darauf vorbereitet. Also da ist dann, glaube ich, gleich losgegangen. Genau, das ist dann auch gleich mal losgegangen. Ich habe ja Familie in Australien, deswegen habe ich vielleicht ein bisschen einen anderen Bezug auch dazu, weil es ist doch sehr, sehr weit weg und man kommt jetzt nicht so schnell auf diesen Kontinent. Aber das waren 3 wirklich sehr spannende Wochen und diese 3 Wochen haben mir persönlich in meiner Weiterentwicklung mehr gebracht als Jahre am selben Ort. Also ich kann das wirklich jedem empfehlen, einfach einmal von heute auf morgen zu sagen, so, jetzt reicht's, jetzt gehe ich mal auf einen anderen Kontinent, in ein anderes Land und komme mal wirklich 3 Wochen nur mit mir selbst zurecht. Das bringt einen wirklich weiter. Also das war ein Lebenstraum, den Sie sich bereits erfüllt haben. Genau. Gibt es noch einen großen Lebenstraum, der in Zukunft erfüllt werden soll? Großer Lebenstraum, ja, das ist immer so relativ, das ist unterschiedlich, glaube ich, von Mensch zu Mensch. Also ich würde einfach gern am Ende meines Lebens, wann auch immer das sein soll, für mich selber mir keine Vorwürfe machen müssen, dass ich irgendetwas verpasst hätte. Und natürlich ist mir da auch ganz wichtig, irgendwann einmal Familie. Das ist, glaube ich, so der größte Lebenstraum, den jeder irgendwann hat. Und am Ende einfach sagen zu können, schön war's und auslassen habe ich auch nichts. Vom Ende des Lebens zum Anfang des Lebens, was haben Sie denn als Kind für einen Traumberuf gehabt? 2 Traumberufe. Also ich war immer sehr gut in Sprachen. Also ich habe mit Sprachen sehr viel anfangen können, habe mir sehr leicht getan beim Erlernen von Sprachen. Und das geschriebene und das gesprochene Wort, das ist mir immer ein bisschen gelegen. Und die kommen aus einer Lehrerfamilie, also meine Familie väterlicherseits, da sind sehr, sehr viele Lehrer dabei und so war mein Traum in der Volksschule, Lehrerin für Deutsch und Englisch zu werden. Dann habe ich gemerkt, dafür fehlt mir ein bisschen die Geduld, also das machen wir gescheiter nicht und wollte dann wirklich sehr, sehr lange, auch bis zum Studium, Journalistin werden. Eben um etwas mit Sprache zu machen, mit dem geschriebenen Wort und ja, da sind dann viele Dinge irgendwie dazwischen gekommen und jetzt bin ich nicht Journalistin, sondern eben auf der anderen Seite in der Politik. Aber das war eigentlich immer
immer mein Traum, etwas mit Sprachen zu machen. Das ist jetzt sehr spannend, da müssen wir vielleicht einmal eine soziologische Studie machen, weil nämlich der David Ecker, der letztens hier war, ja im Kommunikationsbereich gearbeitet hat und auch der Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn gesagt hat, er wäre gern Journalist geworden. Ja, ich glaube, das Kommunikative, das liegt einem als Politiker natürlich schon, muss einem erliegen, das muss man mögen. Und da ist es dann nicht weit, der Schritt zum Beispiel zum Journalist, weil da ist ja auch die Sprache das Wichtigste, zwar das geschriebene Wort und weniger das gesprochene, aber im Endeffekt kommt es ja aufs Server hinaus. Also man möchte ja auch vermitteln, man möchte Geschichten erzählen und man möchte etwas bewegen. Also ich glaube, so weit auseinander sind Journalisten und Politiker dann doch nicht. Da haben Sie vermutlich recht, nur dass wir Fragen stellen und Sie meistens Antworten liefern müssen, was genau, nicht immer so leicht ist. Ich würde auch ab und zu gerne mal mehr Fragen stellen, als zu beantworten, aber das gehört dazu. Frau Swarczyk, was hätten Sie sich denn nie erträumen lassen? Ja, das, was ich jetzt mache, also Landesparteiobfrau der FPÖ zu sein, Vizebürgermeisterin in meiner Heimatgemeinde sein zu dürfen, das ist nie auf meiner Agenda gestanden. Also wie gesagt, ich wollte ganz was anderes werden und das ist tatsächlich passiert. Und an dem Tag vor 4 Jahren war es jetzt, als ich gewählt worden bin zur Landesparteiobfrau, habe ich schon einmal Zeit gebraucht, um das auch zu realisieren. Also das hätte ich mir nie erträumen lassen. Ich war immer ein politischer Mensch, aber dass ich irgendwann einmal selbst in dieser Rolle bin und das so jung auch schon machen darf und erleben darf, das hätte ich eigentlich nie geglaubt, aber ja, so ist das Leben. Aber Sie fühlen sich wohl in dieser Rolle? Ja, absolut. Ja. Also am Anfang ist natürlich aller Anfang schwer, aber mittlerweile nach 4 Jahren und nachdem man doch einige Höhen und Tiefen in der Politik schon miterlebt hat, auch in der eigenen Partei, ist man um einiges entspannter und es ist nicht mehr alles der Weltuntergang, sondern man weiß einzuschätzen, was ist jetzt wirklich ein Problem und was nicht so. Was kann man einfach mit durchatmen, genau, hinten und stehen. Genau, also man wird gelassener mit der Zeit. Am Anfang ist natürlich alles neu und jede Erfahrung ist neu. Ich glaube, da kann auch der neue SPÖ-Chef, der David Ecker, dann irgendwann einmal ein Lied davon singen. Aber jetzt mittlerweile fühle ich mich sehr wohl. Ich fühle mich auch in Salzburg doch sehr gut angekommen in der Politik. Und es taugt mir, trotz allem, was sich rundherum abspielt. Aber ich glaube, das ist das Wichtigste. Solange man das gern macht, soll man es auch machen. Sie haben den David Ecker angesprochen. Der Vorgänger, mit dem Vorgänger Walter Steidl waren Sie in meinen Sommergesprächen bereits zweimal zu Gast und wir haben immer wieder festgestellt, dass es doch auch zwischen SPÖ und FPÖ immer wieder mal was gibt, wo man gut zusammengekommen ist. Wird es auch Zusammenarbeit mit David Ecker geben? Hat es da schon Annäherungen? Haben da schon Annäherungen schon stattgefunden? Also mit Walter Steidl haben wir sehr gut zusammengearbeitet. Er war auch, das muss man wirklich zugutehalten, einer der Ersten, der auf mich auch zugekommen ist und der gesagt hat, also wenn es was braucht, archivmäßig im Salzburger Landtag, das ganze Parlamentarische, ihr könnt jederzeit zu uns kommen und da auch gewisse Dinge erfragen, weil wir waren ja komplett ohne Archiv, ganz blanko, ohne Erfahrung und habe ich ihm auch zum Schluss noch einmal mitgegeben und gesagt, dass er da wirklich menschlich absolute Qualität bewiesen hat. Und wir haben immer wieder Anknüpfungspunkte im Salzburger Landtag mit der SPÖ und David Ecker habe ich gleich mal, wie das bekannt war, eine SMS geschrieben und habe ihm gratuliert und alles Gute gewünscht. Das gehört sich sowieso. Und wir haben auch schon ausgemacht, also wir werden uns in den nächsten Wochen mal treffen und werden mal ein bisschen plaudern. Ich habe auch schon ein Gespräch mit dem neuen Clubobmann gehabt, mit dem Herrn Wanner. Und da sind wir eigentlich uns sehr einig, dass wir zusammenarbeiten wollen. Also es muss nicht immer zwangsläufig so sein, dass SPÖ und FPÖ sich nicht ausstehen können. Ganz im Gegenteil, ich denke, es kommt da immer auf die menschliche Komponente an. Und wenn man sich vieles auf Augenhöhe ausreden kann, dann kann man auch eine starke Opposition im Salzburger Landtag sein. Und der Landeshauptmann hat ja auch schon des Öfteren gesagt, er wünscht sich eine starke Opposition und die hat da auf jeden Fall sich gegenüber. Die letzte große Zusammenarbeit zwischen den Oppositionsparteien war bei dem Zusammenschluss für die autonomen Frauen. Also da gibt es nach wie vor ganz eine starke Zusammenarbeit. Gibt es da neue Schritte, nächste Schritte? Also wir haben da ganz bewusst gesagt, wir wollen mit der SPÖ zusammenarbeiten und wollen da wirklich auch PS auf die Straße bringen. Ganz zu Beginn waren auch ÖVP und Grüne noch auf unserer Seite, die ja diesen Schritt der Landesrätin auch nicht verstanden haben. Also auch die Landtagspräsidentin, die Brigitta Ballauf und die grüne Clubobfrau, die Kimbi Hummer-Vogel, haben da massiv Kritik geübt. Das war aber dann gleich einmal vorbei und dann hat man nichts mehr gehört. Aber wir werden auch weiterhin an dieser Sache dranbleiben. Jetzt läuft ja
die Neuausschreibung und jetzt müssen wir alle abwarten, wer dann tatsächlich zum Zug kommt, wer sich bewirbt. Tragisch ist natürlich momentan, dass all jene, die jetzt in den Frauenhäusern arbeiten, mit einer extremen Unsicherheit konfrontiert sind, nicht wissen, werden sie übernommen von den neuen Trägern. Teilweise wurden auch schon einige gekündigt. Das ist halt etwas, was man als Politikerin vermeiden sollte. Und ich glaube, der Landesrätin kann man schon wirklich ankreiden, dass sie das persönliche Gespräch nicht sucht und auch nicht gesucht hat. Es war jetzt vor kurzem auch wieder ein Gesprächsgipfel in der Stadt Salzburg, den die Anja Hagenauer einberufen hat, wo auch unsere Landtagsabgeordnete, die Karin Berger, dabei war. Und die Landesrätin war zum, keine Ahnung wievielten Mal, eingeladen und war wieder nicht vor Ort. Das ist halt dann auch eine Gesprächsverweigerung, die man betreibt. Und dann muss man sich aber auch nicht wundern, wenn die Opposition da auch hart zugreift, weil das ist berechtigt. Was mir persönlich bei diesem Thema nicht ganz klar ist, warum bewerben Sie denn nicht die autonomen Frauenhäuser auch in dieser EU-weiten Ausschreibung? Ja, das war von Beginn an ein ganz schwieriges Thema. Also es ist ganz klar, was die Landesrätin damit verfolgt. Sie will die aktuellen Leiterinnen weiter haben. Also mit denen kommt sie nicht zusammen. Das hat sie auch schon mehrfach in Gesprächen betont, dass sie mit denen einfach nicht zusammenarbeiten kann. Und sie hat immer wieder gesagt, ja, die können sich ja bewerben. Aber in Wahrheit, da braucht es ja schon vorher Geld, was man hineinstecken muss, um sich überhaupt bewerben zu können, um überhaupt diese Projekte vorzufinanzieren und dann auch zeigen zu können, da will man hin. Und das ist halt schwierig für die aktuellen Leiterinnen, weil die so im Tagesgeschäft auch drinnen sind und diese Arbeit ja schon seit Jahren machen. Und die wissen ja, die Landesrätin will sie einfach nicht mehr. Und aus diesem Grund haben sie dann auch gesagt, sie bewerben sich nicht, weil die Konkurrenz ist natürlich eine große. Wobei ich sagen muss, es ist nicht immer gesagt, wenn jemand die finanziellen Möglichkeiten hat, in so eine Projektbewerbung diese Möglichkeiten hineinzustecken, dass der dann besser ist. Also die Erfahrung und die Wertschätzung, mit denen die Leiterinnen da auch vor Ort in den Frauenhäusern arbeiten, das können die nicht ersetzen. Das ersetzen die dann halt über finanzielle Möglichkeiten. Und das ist ein Startvorteil, den die anderen haben, der aus meiner Sicht auch unfair ist, weil das weiß die Landesrätin ganz genau, dass die aktuellen Leiterinnen sich da etwas schwer tun würden, wenngleich sie nach wie vor aktuell großartige Arbeit leisten. Also die Oppositionsparteien werden bei dem Thema dranbleiben, auch wenn die Ausschreibung bereits auf wird. Alle Fälle. Vor allem, man wird ja dann auch die Landesrätin daran messen, was da herauskommt und auch daran messen, wie sich dann die Szene entwickelt. Also es gibt ja die Überlegungen nach Schutzwohnungen, die dann verteilt werden sollen, aber das bietet in Wahrheit auch keinen echten Schutz. Also sollen dann die Nachbarn darauf aufpassen? Wir wissen alle, Zivilcourage ist wichtig, aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann ist das halt auch immer ein schwieriges Thema und da geht es ja nicht um irgendwelche Lappalien, also da geht es ja wirklich um Gewaltandrohung und um ja, sehr happige Dinge, die man nicht einfach den Nachbarn überlassen kann oder die Frauen sich selbst überlassen können. Wir wollen gleich beim Thema Frauen, Geschlechterrollen und so weiter bleiben. In der Aktuellen Stunde am 27. Mai haben Sie gesagt, die Geschlechterrollen werden durch diese Corona-Situation wieder dem Mitte des 20. Jahrhunderts angepasst. Was haben Sie denn damit gemeint? Also konkret? Da ging es in der Aktuellen Stunde eben auch von meiner Seite um die Familien, beziehungsweise um die Aussage auch der Grünen-Fraktion und auch der wiederum Landesrätin Klambauer, dass das ja ganz furchtbar ist, dass Corona jetzt quasi die Frauen wieder in die 60er Jahre getrieben hat, weil die sind jetzt zu Hause geblieben und haben sich um die Kinder gekümmert und haben das Homeschooling auch übernommen und dass das ja ganz furchtbar ist und das muss man so schnell wie möglich ändern. Und ich habe dann gesagt, naja, was täten wir denn, wenn das nicht so gewesen wäre? Also der Staat hat ja in diesen Wochen mehr oder weniger die Betreuungsrolle mal von sich gelegt und hat das wieder den Familien, nicht nur Müttern, sondern auch den Vätern überlassen. Und wenn die nicht eingesprungen wären und das nicht übernommen hätten, dann hätten wir ein echtes Problem gehabt. Und da hat man dann schon einmal gesehen, wenn der Staat auslässt, ja, dann müssen die Mütter und die Väter wieder ran. Und da fehlt mir einfach die Wertschätzung, wenn man dann sagt, na, das ist ganz furchtbar, dann müssen wir schauen, dass sich das wieder sofort ändert. Ich sage, wir müssen froh sein, dass die Familien diese Rolle wieder übernommen haben. Und natürlich war das belastend, neben Job und Co. das auch noch zu übernehmen, das ist ganz klar. Aber man hat gesehen, was das Wesentliche ist in einer Gesellschaft und wie die Gesellschaft auch weiter funktionieren kann, wenn der Staat heute mal auslässt. Und das war in der Corona-Zeit ja doch das große Thema. Aber Sie haben teilweise nicht die Befürchtung, dass sich das wieder einschleifen anfängt und man dann wieder die Frauen zu Hause beheimatet sieht sozusagen.
Also ich verwehre mich da immer ein bisschen dagegen. Ich weiß schon, wenn wir so dieses Thema bringen, dass man auch Frauen wertschätzen soll, die zu Hause bleiben in den ersten Jahren und die Kinder zu Hause erziehen, dass man dann sagt, das wäre ein Zurück an den Herd. Also erstens stehen Frauen, die ihre Kinder erziehen, nicht den ganzen Tag am Herd. Das ist einmal schon eine Geringschätzung in der Begrifflichkeit. Sondern mir geht es da darum, dass man einfach sagt, viele Frauen haben das teilweise auch genossen. Genossen, dass sie diese Doppel- und Dreifachbelastung jetzt nicht gehabt haben im Job, dass sie sich ganz auf die Kinder haben konzentrieren können. Natürlich in einer sehr, sehr starken Art und Weise, die dann auch wieder übertrieben war jetzt in dieser ganzen Zeit. Aber die vielleicht auch so in sich das Gefühl gespürt haben, naja, eigentlich passt mir das ja gar nicht so schlecht, wenn ich mich jetzt einmal wirklich auf meine Kinder konzentrieren kann und denen die Zeit schenken kann. Und einschleifen lassen, das sehe ich jetzt gar nicht so. Also ich bin immer jemand, der sagt, Wahlfreiheit, das eine tun, das andere nicht lassen. Betreuungsplätze, ja, das ist natürlich wichtig, das braucht es in der heutigen Gesellschaft. Aber auf der anderen Seite, warum soll man nicht akzeptieren, wenn eine Mutter und auch ein Vater, also da mache ich keine Unterschiede, sagt, die ersten 2-3 Jahre meines Kindes, die sind mir zu wichtig, ich will das miterleben, ich will zu Hause bleiben, ich will meine Kinder selbst erziehen. Es ist ja offensichtlich immer nur dann etwas wert, wenn jemand anderer die Kinder erzieht, weil dann leisten wir ja Steuern und dann leisten wir einen Beitrag zur Gesellschaft, aber welcher Beitrag ist wichtiger oder ist größer als der Beitrag, Kinder aufzuziehen und Kindern Zukunft anzuschenken? Wenn oder wo sehen Sie die Familie, sagen wir mal, in 10 Jahren? Was ist da die Vision? Wie muss das in Salzburg funktionieren, dass alle das bekommen, was sie sich vorstellen und dass, wie Sie sagen, das eine möglich ist und das andere nicht ausgeschlossen wird? Also diese Vision wäre eine komplette Kehrtwende zur aktuellen Familienpolitik, die ja das eine sehr stark subventioniert und fördert und meine Vision auch schon seit Jahren, die irrsinnig schwer umzusetzen ist und wo ich auch weiß, wahrscheinlich mit den aktuell amtierenden Parteien niemals machbar, wäre schon die, dass man sagt, wenn der Staat 900 Euro pro Kind, pro Betreuungsplatz aufwendet, dass man diese 900 Euro den Familien gibt und den Familien sagt, entscheidet selbst. Will ein Elternteil, ob Mutter oder Vater, zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern für diese 900 Euro im Monat, die der Staat sowieso aufwenden würde und die Familien zahlen dann noch zusätzlich Betreuungsgeld? Oder sagen die, nein, mir ist es wichtiger, dass ich arbeiten gehe und mit diesen 900 Euro finanzieren wir den Fremdbetreuungsplatz? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Mehrheit der Familien sagen würde, wir nehmen diese 900 Euro und dafür bleibt ein Elternteil zu Hause und kümmert sich, und da reden wir ja wirklich von den ersten 3 Jahren und nicht darüber hinaus, und kümmert sich ums Kind. Und das wäre ein Meilenstein und eine 180-Grad-Wende in der Familienpolitik, dass man sagt, dieses Geld, was wir ja ohnehin aufwenden, nur dafür, dass die Kinder einen Fremdbetreuungsplatz haben, das geben wir den Familien. Und dann schauen wir, wofür sich die Familien entscheiden. Aber wie gesagt, das wäre wirklich ein von schwarz auf weiß, aber an dieser Vision halte ich einfach auch fest, weil ich das auch in meinem Umfeld merke, ich selbst habe keine Kinder, aber deswegen finde ich, sollte ich mich umso mehr auch für Mütter und Väter und Familien einsetzen, weil ich mache nicht Politik für meine Rolle quasi, sondern Politik für die Mehrheit. Und die Mehrheit in diesem Land sind Familien und das ist für mich ein bisschen die schweigende Mehrheit, die irgendwie wenig Lobby haben in der Politik. Und das versuche ich ja immer wieder, diese Lobby zu sein. Ein sehr spannender Ansatz, vor allem wenn man bedenkt, dass das ja nicht nur ein Familienthema ist, sondern auch ein geschlechterspezifisches Thema ist oder die Geschlechterrollen dadurch sehr aufweichen würde wahrscheinlich. Ja, es ist natürlich ein Familienthema, aber es ist auch ein Frauenthema und aber in gleicher Weise auch ein Männerthema. Also warum soll nicht der Mann sich dafür entscheiden? Ich meine, diese Modelle gibt es ja zum Glück immer mehr, aber ich denke, bei mir ist das völlig egal, ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann ist, der zu Hause die Kinder betreut, der soll selbst entscheiden, die Partnerschaft. Und ich glaube, auf Augenhöhe kann man das am besten entscheiden. Da muss der Staat nicht eingreifen und es sollte viel weniger Frauenpolitik sein, die wir machen, sondern mehr Mütter- und Väterpolitik. Also ich bin sehr froh, dass Sie so eine Vision mit uns teilen. Ein Problem könnte dann trotzdem noch sein, dass Männer und Frauen aktuell ganz unterschiedlich viel verdienen und deshalb wahrscheinlich trotzdem eher die Frau jene Rolle übernehmen würde von der Person, die zu Hause bleibt. Es war am 30. Juli der Equal Pension Day, wo es auch darum geht, wie viel weniger Frauen am Ende des Lebensweges an Geld zur Verfügung haben im Vergleich zu Männern. Was müsste sich hier tun? Was braucht es da?
Das ist genau die spannende Thematik. Deswegen sage ich ja weg von der Frauenpolitik hin zur Väter- und Mütterpolitik, weil dieser Gender Pay Gap, der beginnt ja in den meisten Fällen bei den Frauen dann, wenn sie Kinder bekommen. Also vorher gibt es viele Faktoren, warum Frauen weniger verdienen im selben Job, im selben Beruf wie Männer. Da muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, Männer sind halt oft einmal auch die auf den Tisch hauen und sagen, ich will jetzt mein Gehaltserhöhung oder ich gehe woanders hin, weil ich weiß, was ich kann und ich bin gut. Und Frauen sind genauso gut, sind teilweise sogar besser, aber zeigen das über die Arbeit, die sie machen und würden oft nie auf die Idee kommen, jetzt einmal auf den Tisch zu hauen und sagen, jetzt, ich will jetzt meine Gehaltsanpassung, weil sie halt auch sehr auf Sicherheit bedacht sind. Da würde ich mir ein neues Selbstbewusstsein der Frauen wünschen und die dann auch einmal auf den Tisch hauen und sagen, ich bin das wert und ich will das. Aber in Wahrheit beginnen tut es ja dann, wenn Frauen Kinder bekommen, weil sie steigen aus dem Erwerbsleben, sie machen Fortbildungen dann nicht mehr mit. Das ist ja ganz, ganz natürlich, aber ich glaube, das wäre bei Männern genauso. Also bei Männern, die aussteigen aus dem Jobleben, ist es ja genauso. Sie machen die Vorrückungen nicht mehr mit, sie haben nicht mehr die Möglichkeiten, sie sind nicht mehr so eingebettet im Berufsleben. Also von daher sehe ich da gar nicht so viel Unterschied. Natürlich, den Unterschied statistisch sieht man, weil mehr Frauen diese Betreuungsrolle übernehmen. Aber ich glaube, wenn sich das die Waage halten würde, dann wären Männer davon genauso betroffen wie Frauen. Und da kommt es natürlich darauf an, dass man auch in dieser Zeit, in der man sagt, man geht in Karenz und man übernimmt die Betreuung, dass da auch, und das machen ja auch einige Unternehmen, dass die Unternehmen dahinter sind und sagen, wir bieten trotzdem Weiterbildungen an und wir schauen trotzdem, dass die Frauen und Väter diese Verbindung zum Unternehmen, zur Firma nicht verlieren. Und ich glaube auch, dass die Digitalisierung da einen ganz großen Teil dazu beitragen wird, weil wir haben es jetzt da gemerkt, viele Heimarbeitsplätze, das ist natürlich zwar schon auch anstrengend, wenn rundherum die Kinder sind, aber bietet ganz neue Möglichkeiten. Ja. Und da glaube ich, muss man viel stärker in diese Richtung gehen, dass man sagt, man bietet Familien, man bietet Vätern, man bietet Müttern, wo es geht, die Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten, um jetzt nicht ganz aus dem Erwerbsleben auszusteigen, aber irgendwie doch auch die Kinder selbst betreuen zu können. Und natürlich, das geht nicht mit einem 40-50-Stunden-Job in der Woche. Da bringt es dann auch wieder nichts, wenn man zu Hause ist und die Kinder zu Hause hat. Aber da muss man einfach auch über neue Modelle nachdenken. Man hat ja gesehen, es geht sehr vieles, man muss sich nur trauen. Und man darf halt nicht immer warten auf einen externen Schock, um gewisse Dinge auch zu machen. Aber von der Vier-Tage-Woche reden Sie da nicht? Nein, von der Vier-Tage-Woche rede ich da nicht. Aber ich glaube, dass sich da irrsinnig viel auch ändern wird, auch im Jobverständnis und gerade mit der Digitalisierung, wo es dann keinen Unterschied mehr macht, ob ich im Büro sitze und arbeite oder ob ich von zu Hause aus arbeite und die Arbeit erledige. Und wenn die Arbeit erledigt ist, dann brauche ich jetzt nicht nur sinnlos im Büro herumsitzen. Also da geht es mehr um Effektivität und Produktivität, als dass ich von 8 bis 17 Uhr im Büro anwesend bin. Also da könnte die aktuell schwierige Situation vielleicht Anstoß liefern, dass in Zukunft sich was bewegt in eine Richtung, die ihren Vorstellungen auch entsprechen würde. Glaube ich schon, weil man hat gesehen, man braucht vielleicht den Schubs von außen, um gewisse Dinge zu probieren, wo man vorher gesagt hat, nein, das geht nicht und das tun wir uns gar nicht an, das probieren wir nicht. Genauso wie bei vielen Händlern, beispielsweise regionalen Händlern, die vorher gesagt haben, nein, das mit dem Onlinehandel, das ist alles so mühsam. Und ja, man tragischerweise plötzlich muss man und man sieht aber, es geht. Also so sehe ich das auch bei vielen anderen Dingen. Ich habe bei Ihnen auf der Facebook-Seite eine sehr sympathische Aktion gefunden, wie ich finde, Sie verschenken Schultaschen für Tafelklassler, solange der Vorrat reicht. Gibt es da noch ein Vorrat? Genau, also wir sind sehr überrascht über den großen Zulauf. Wir haben irrsinnig viele Anfragen schon gekriegt. Ich glaube, wir sind noch nicht erschöpft. Wir haben natürlich gesagt, irgendwann gibt es für uns auch ein Limit. Aber wir merken schon, dass der Schulanfang für viele Familien eine finanzielle Herausforderung ist. Man braucht eine Schultasche, man braucht das ganze Zeug für die Schule, das muss ganz was Besonderes sein und das kostet schon. Und wenn man dann vielleicht 2, 3 Kinder hat, dann ist das nicht so einfach zum Schulanfang das auch aufzuwenden. Und natürlich, es ist nur ein ganz kleiner Beitrag, jetzt die Schultasche zu sponsern. Aber wir haben gesagt, wer sich schon einmal diesen Schritt macht, um sich bei uns zu melden, weil es ist nicht selbstverständlich, dass jemand sagt, naja, für uns ist es schwer, wir würden das gerne in Anspruch nehmen, das verstehe ich, dass das nicht so einfach ist, dann wollen wir da ein bisschen was zurückgeben. Wir haben jetzt als Partei sehr, sehr viele Veranstaltungen nicht machen können aufgrund der Corona-Zeit und haben jetzt einfach gesagt, wir wollen jetzt ein bisschen was zurückgeben und ja, freuen uns total, weil die größte Freude haben die Kleinen an die ganzen Schultaschen und an den Motiven und ja, ich denke, es wird einigen doch helfen.
ein Thema, das ja natürlich genauso zum Familienthema gehört und auch oft der Grund ist, warum die finanzielle Situation schwierig ist, das Thema Wohnen, leistbares Wohnen. Lassen Sie uns träumen. Wie muss das, der Bereich Wohnen aufgestellt sein, dass in Salzburg jeder das bekommt, was er braucht und alle ein Auskommen finden? Ja, Salzburg ist das hochpreisigste Bundesland, was Wohnen betrifft, aber man sieht auch, unlängst hat es eine Studie gegeben, 65% der Salzburger wohnen im Eigentum, 35% in der Miete und von den 35% würden sich die Hälfte Eigentum wünschen. Also es ist in unserem Bundesland ganz klar, was der Salzburger will und das ist sich Eigentum schaffen, Altersvorsorge schaffen und einfach die eigenen vier Wände zu haben und nicht abhängig zu sein. Ich glaube, das ist ein Traum, der früher möglich war, aktuell fast unmöglich ist und aus meiner Sicht muss das auch wieder möglich werden. Jetzt haben wir das Problem, wir haben in Salzburg nicht mehr allzu viele Flächen. Also wir haben sehr, sehr viel Gebirge auch, das zu verbauende Land wird immer weniger. Aber man sieht schon auch, wer kauft denn bei uns Grundstücke und wer kauft bei uns Wohnungen. Und da gehe ich jetzt gar nicht so stark auf die Stadt Salzburg, sondern teilweise auch Innergebirg. Wenn man es in Pinzgau anschaut, wer kauft denn in Zell am See die Gründe, wer kauft denn dort Wohnungen, wer kauft denn dort Häuser, das sind einmal vorrangig keine Salzburger. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum die Preise steigen und warum die Preise treiben. Jetzt ist der Pinzgau Zell am See irrsinnig attraktiv von der Umgebung her, von der Landschaft her und ist so teuer wie die Stadt Salzburg, wenn nicht teilweise noch teurer. Und da gibt es halt Faktoren, die Preise treiben. Es ist natürlich jetzt eine Vision, die, wo wir wieder bei der Grenze des Machbaren sind, politisch sehr schwierig umzusetzen ist, aber natürlich der freie Warenverkehr, der freie Personenverkehr, das haben wir in der Europäischen Union und auf der anderen Seite, glaube ich, bei solch prekären Situationen, wo sich der Salzburger bei uns nichts mehr leisten kann, weil die Holländer kommen, die Briten kommen und da die wunderschönen Gründe natürlich aufkaufen, um dann Urlaub zu machen oder das zu vermieten, wird man doch einmal daran denken müssen, das auch einzuschränken und sagen zu müssen, findet man irgendein Instrument, irgendeinen Hebel, damit der Salzburger den Vorrang hat, damit sich auch die Preise entspannen, weil es gibt auf der Welt und in diesem Europa so viele Menschen mit so viel Geld, die sich alles leisten können und alles kaufen können. Und natürlich werden sie die schönen Seegrundstücke bei uns in Salzburg leisten, das ist ja ganz klar, aber der Salzburger wird in diese Sphären nie kommen. Mhm. Also das ist ja, eine Vision, wie gesagt, die momentan an die Grenze des Machbaren stößt, dass man sagt, man beschränkt das und sagt wirklich, der Salzburger soll das Vorkaufsrecht auf diese Dinge haben, um das Ganze ein bisschen zu entspannen. Da ist auch in den letzten Jahren viel schief gegangen mit Zweitwohnsitzen und Co. Da hat man keinen Riegel vorgeschoben. Aber Liegt ja an den Bürgermeistern, die könnten das ja von sich aus auch eindämmen. Ja, für den Bürgermeister ist es natürlich teilweise schon auch nett, wenn dann die Investoren kommen und da recht teuer die Gründe kaufen. Das ist mir völlig klar. Das ist auch in den letzten Jahren passiert, sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Aber ich denke, auch die müssen langsam aber sicher auch mal beginnen umzudenken. Weil wenn man dann in einer Gemeinde fast mehr Zweitwohnsitze als Hauptwohnsitze hat, dann wird man sich irgendwann auch einmal überlegen müssen, ob das schon der richtige Schritt und der richtige Weg war. Und wie gesagt, es ist nett und schön, Mietwohnungen zu bauen, das braucht es auch. Aber dann sollen es Mietwohnungen mit sozialverträglichen Preisen sein. Weil die Mietwohnungen, die jetzt gebaut werden, die Betriebskosten, das ist teilweise ein Wahnsinn. Da kann man sich nicht einmal mehr die sozialen Mietwohnungen leisten. Mhm. Und der private Markt ist ja teilweise schon fast gleich mit dem sozialen Mietwohnbau. Jetzt hat es aber da Neuerungen gegeben bei den Regeln, dass nicht mehr alles barrierefrei sein muss, um auch die Baukosten ein bisschen zu drücken. Sind das Tropfen auf den heißen Stein? Ja, also geben tut es die Regeln ja noch nicht. Das ist ja auch so ein Konfliktpunkt in der Salzburger Landesregierung. Wir haben da von Beginn an gesagt, auch dem Sepp Schweiger persönlich, wir stehen da hinter seinen Plänen. Also es muss bedarfsgerecht gebaut werden. Deswegen sage ich jetzt nicht, dass es überhaupt keine barrierefreien Wohnungen mehr geben darf. Das ist ein völliger Blödsinn. Also das muss es schon auch geben, aber es muss nicht jedes neue Objekt völlig barrierefrei sein. Das Erdgeschoss ist ja eh immer barrierefrei, aber alles darüber, es braucht nicht immer einen Lift. Und
Auch die Argumentation der Grünen beispielsweise, naja, dass eine Familie mit Kindern schon unbedingt einen Lift braucht, um den Einkauf in den zweiten Stock zu tragen. Und ich glaube, wir haben andere Probleme, als dass die Familie nicht mehr in den zweiten Stock kommt, sondern die können sich die Wohnung im zweiten Stock schon gar nicht mehr leisten. Mhm. Das ist das Hauptproblem. Also da sind wir voll dabei. Es ist ja auch ein Problem bei der Wohnbauförderung, dass die Wohnbauförderung teilweise ökologisiert wird. Also die Auflagen, die man erfüllen muss, um die Wohnbauförderung überhaupt abschöpfen zu können als Häuselbauer, das frisst die gesamte Förderung dann wieder auf und dann sagt er, naja, da hole ich mir gar keine Förderung nicht, weil die ist dann eh weg mit dem, was ich erfüllen muss. Da, glaube ich, regelt man ein bisschen vorbei am tatsächlichen Bedarf. Das ist natürlich schon auch eine Lenkung der Politik, ist auch eine Lenkung der NEOS-Landesrätin, dass sie sagt, Eigentum ist uns nicht wichtig, das wollen wir eigentlich gar nicht so stark fördern, weil das verbraucht ja irrsinnig viele Flächen, wobei bei Eigentum muss man ja nicht sofort immer ans Haus im Grünen denken. Also Eigentum ist ja viel, viel mehr. Und das ist schon auch eine Fehlleistung oder eine Fehlrichtung der Politik momentan, wo sich zumindest der Landrat Schweiger gerade ein bisschen dagegen wehrt, aber kommt mir vor, er ist auch ein bisschen allein auf weiter Flur, also vom Landeshauptmann hört man da auch wenig dazu. Aber an diesen Schrauben muss man natürlich drehen, wenngleich sicher, es ist immer nur Symptombekämpfung. Die Ursache, die liegt halt woanders und die liegt an dem, dass der Preis halt immer höher getrieben wird, weil die Nachfrage immer noch da ist in Salzburg. Hm. Frau Swarczyk, Sie haben für uns im Vorfeld eine Traumcollage gestaltet und ich bin jetzt sehr gespannt, welche Symbole Sie sich ausgewählt haben. Wir haben schon drei Politiker vorhin in der Sitzen gehabt und ich bin sehr gespannt, ob da die ähnlichen dabei sein das werden. Das war recht schwierig, die auszuwählen. Ja, das ist Ihre Traumcollage. Frau Swarczyk, der Wald, mit dem hätte ich jetzt nicht so unbedingt bei Ihnen gerechnet. Was ist Ihre Vision zu diesem Bild? Ich bin ja Jägerin aus Leidenschaft und der Wald spricht mich da natürlich als erstes an. Und mir ist da besonders wichtig der Umgang mit der Natur und auch der achtvolle Umgang mit der Natur. Die Natur zu nutzen, aber nicht zu benutzen. Und da würde ich mir gerade auch wünschen von der jungen Generation, die ja jetzt auch oft auf die Straße gehen für die Umwelt, für das Klima, dass diese Bewegung etwas mehr zu schätzen weiß und zu achten weiß, was wir tatsächlich vor unserer Haustüre haben und was wir da schützen können und müssen. Und da ist mir natürlich ein besonderes Anliegen die Jagd und auch der Schutz des Lebensraums für unsere heimischen Wildtiere. Und da vermisse ich ein bisschen auch den Bezug von jenen, die sich immer gerne als Umweltschützer darstellen, aber eigentlich der Bezug zur Natur und zu allem, was uns die Natur schenkt, eher fehlt. Sie sind Jägerin, haben Sie gerade gesagt. Haben wir deshalb auch das Fleischsymbol drauf? Geht es da um Wildfleisch konkret? Ja, auch. Also allgemein um die aktuelle Debatte um Fleisch, um Billigfleisch und natürlich auch um die Tiertransporte, wo ich sage, wir wissen gar nicht, was vor unserer Haustüre alles liegt, was wir nutzen könnten. Also Wildfleisch beispielsweise ist das gesündeste Fleisch, das wir haben und das haben wir vor der Haustüre, das haben die Jäger vor der Haustüre und ich glaube, da muss es auch ein Umdenken geben, dass jetzt nicht das Billigfleisch aus dem Lebensmittelhandel das Ultimative ist, sondern dass man wirklich wieder zu schätzen lernt, was wir eigentlich vor Ort haben, die Regionalität zu schätzen lernt und auch aufs Fleisch vom Metzger ums Eck oder vom Jäger ums Eck zurückgreift, bevor man auf das Fleisch zurückgreift, wo man nicht weiß, wo das her ist und wo man auch keine Ahnung hat, unter welchen Bedingungen die Tiere da vorher gelebt haben. Wäre da eine Vision, dass es vielleicht nur noch möglich ist, so ein Fleisch zu kaufen oder ist die Wahlfreiheit trotzdem wichtig? Ja, natürlich, es ist ja immer eine Preisfrage. Also ich sehe schon ein, dass die Familie mit drei Kindern jetzt nicht unbedingt das beste Fleisch vom Metzger kaufen kann, weil das kann man sich halt auch nicht immer leisten, das ist ganz klar. Aber ich denke schon, dass die Bedingungen, unter denen die Tiere leben, bevor sie dann geschlachtet werden, sehr viel ausmachen. Also ich sage immer, ich stehe dazu, Fleisch zu essen. Ich bin selbst Jägerin, ich erlege auch Tiere. Aber mir ist das Wichtigste, dass diese Tiere vorher ein lebenswertes Leben gehabt haben und dann schmeckt es umso besser und es ist umso gesünder. Mhm. Wenn wir beim Thema gesund sind, ist es für mich wäre es ein Symbol für Gesundheit, medizinische Versorgung und so weiter gewesen. Bedeutet das auch für Sie dasselbe? Genau, also ist für mich ein ganz großes Thema Gesundheit, weil ich sage, in Salzburg haben wir es ja jetzt auch gesehen, wie wichtig ein funktionierendes Gesundheitssystem ist und wie wichtig es auch ist, dass auch jene, die nicht privat versichert sind, den
besten Schutz, die beste Versorgung auch durch die Gesundheit erfahren. Und da habe ich ein bisschen das Gefühl, da entwickeln wir uns in eine falsche Richtung. Da entwickeln wir uns doch in eine Zweiklassenmedizin auch. Und wie gesagt, mir ist einfach wichtig, dass jeder Salzburger eine ordentliche und gute Versorgung erfährt, dass nicht gespart wird im Gesundheitssystem und dass es in Wahrheit nur einen marginalen Unterschied macht, ob ich jetzt privat versichert bin oder nicht. Mhm. Über das Thema Gleichberechtigung haben wir schon ein bisschen gesprochen. Was ist Ihre Vision zu diesem Thema? Also das hat mich gleich mal angesprochen, weil mir da das Schlagwort Gleichberechtigung, ja, aber keine Gleichmacherei gleich mal einfällt. Also es wird oft einmal vermittelt, gerade in der Karriere, im Job, Frauen müssten die besseren Männer sein, wo ich sage, überhaupt nicht. Also wir Frauen haben so viele Stärken und so viele Eigenschaften, die wir für uns nutzen können, und deswegen muss man jetzt nicht glauben, man muss jetzt der bessere Mann sein. Und ist für mich auch so ein Symbolfoto für Quoten beispielsweise, wo ich sage, wir Frauen brauchen keine Quoten, wir schaffen das auch ohne. Und die Quote ist für mich eher eine Herabwürdigung und bringt beispielsweise jetzt der Krankenpflegerin überhaupt nichts, auch nicht der Verkäuferin. Also die haben ganz andere Probleme als Quoten. Das interessiert maximal den DAX-Vorstand oder die Bundesregierung. Und da sieht man auch nicht alles, was über Quote irgendwo hineinkommt, ist besser. Weil wir über Visionen sprechen, wenn Sie jetzt so den Appell für die Frauen hätten, was wäre der abschließend? Also der Appell ist, dass die Frauen gerade jetzt in den letzten Wochen gezeigt haben, was wir alles können, dass wir unverzichtbar sind in dieser Gesellschaft, dass wir ein neues Selbstbewusstsein entwickeln sollten und einmal auf den Tisch hauen und sagen, was wir wert sind, nicht darauf zu warten, dass jemand erkennt, was wir wert sind, und dieses Selbstbewusstsein, was wir uns erarbeiten, uns von niemandem nehmen lassen sollten. Das ist ein wunderbarer Abschlusssatz, den ich nur unterstreichen kann. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute dabei waren. Dankeschön. Und für das nette Gespräch. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Das nächste Sommergespräch findet mit Landesrätin Andrea Klambauer von den NEO statt. Ich bin gespannt, da werden wir über ähnliche Themen reden, weil ihre Ressorts ja Familie sind und das Thema Frau. Wenn Sie dieses Interview nachlesen wollen, können Sie das in der nächsten Ausgabe der Bezirksblätter tun. Die finden Sie direkt in Ihrem Postkastel. Und alle anderen Videos zu den Sommergesprächen gibt es zum Nachschauen auf meinbezirk.at/Salzburg. Vielen Dank noch einmal und ich wünsche einen schönen Sommertag. Dankeschön, ebenso. Wiederschauen.